Viel zu lachen bei der LTO-Premiere. Der eingebildete Kranke ist bei den Zuschauern auf der Burg Leuchtenberg gut angekommen. In der Aufführung geht es um den Hypochonder Argan, dargestellt von Christian Hofmann, der sich nur einbildet, krank zu sein und aus diesem Grund versucht, seine Tochter mit einem Arzt zu verheiraten. Regie bei dem Stück von Molière aus dem Jahr 1673 führte der neue künstlerische Leiter des Oberpfälzer Landestheaters, Till Rickelt.